Ich muss da noch ein bisschen reinkommen mit dem Ganzen. Wow! Nein! Nein! Geh weg! Geh weg, du hässliche Kackbratze! Guck dir mal die Knitterfalte an! Ah, wir werden so sterben. Wir werden so sterben! Weil man kann irgendwie nicht so richtig um die Ecken rumgehen. So mit Kreis, sondern sie steht sofort dann immer wieder auf. Du musst sie anlocken und blenden. Ja, okay. Super. Komm her! Ich blende die jetzt erstmal gar nicht. Ich werde erstmal die anlocken. Hey. Bleib unten, bleib unten, bleib unten, bleib unten, bleib unten, bleib unten, bleib unten. Bleib unten. Ja, natürlich. Gesundheit wiederherstellen. Bleib stehen, um deine Gesundheit vollständig wiederherzustellen. Ja, das kennen wir ja. Das ist ja nichts Neues. Puh. Ja, diese alte Knitterfalte nicht gesehen. Mann. Das kennen wir doch, ne? Okay, da brauchen wir einen Code für. Den ich jetzt wahrscheinlich noch nicht habe. Aber jetzt bitte nicht spoilern. Für die Leute, die es schon kennen, bitte nicht irgendwie was spoilern oder so. Wäre ich echt dankbar. Da können wir uns verstecken. Und hier können wir was schieben. Sorry, das war eine Frage. Ach so. Da haben wir einen kleinen Plan. Ich werde mal kurz auf den Plan schauen. Office, da sind wir jetzt wahrscheinlich. Locker Room, da hinten ist auch mal nochmal ein Office. Da können wir aber dazwischen irgendwie abkürzen. Und da oben ist die Rezeption. Da müssen wir wahrscheinlich hin. So, wir schauen mal. La 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 la. Kann sie auch drüber gucken? Ja, kann sie. Okay. Kann sie... Ah, sie kann die Flasche aufnehmen, ne? Oh oh, oh oh. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze. Schau dir mal die Wanze an. 15 Zuschauer. Wo? 20? Hier steht doch 20. Wahrscheinlich wieder eingefroren. So wie gerade auch. Okay, wir können die Flasche werfen. Ich versuch's mal. Ja, super. Genau hier vor den Türrahmen. Du bist so hohl. Mein Gott. Sportunterricht wahrscheinlich nicht aufgepasst. Und der kommt genau hier hin wahrscheinlich, oder? Nee, doch nicht. Ciao. Guckt der in Spinden rein? Habe ich das gerade richtig gehört? Ich glaube ja. Beweg dich, beweg dich, beweg dich, beweg dich. Spoilern? Spoiler! In diesem Spiel kann man laufen, ja. Erstmal gucken. Da ist eine Tür, die ist grün, da kommen wir wahrscheinlich rein. Und da kommen wir wahrscheinlich auch weiter. Da geht's zur Rezeption. Die Frage ist, kommen wir da lang? Oder müssen wir wahrscheinlich irgendwie was holen erst, um die Tür zu öffnen? Ich gehe erstmal... Hallo?
versuch's mal. Ich versuch mal mein Glück. Was haben wir denn hier? Hey, jawohl, das hat schon mal super funktioniert. Da ist ein Telefon. Können wir das benutzen? Ah, sehr nice. Damit können wir die ablenken. Die Frage ist natürlich, was uns das jetzt bringt. Ob wir dann jetzt schnellstmöglich jetzt hier langkommen? Natürlich ist die Tür rot. Und da brauchen wir eine Keycard, so wie das aussieht, so wie ich mir das schon gedacht hatte. Die benötigen eine Keykarte. Das habe ich mir irgendwie schon gedacht. Ich bin aber auch so... Ich bin so klug. K-L-U-K. Das heißt, wir können vom anderen Zimmer auch wahrscheinlich aus anrufen. Damit der Zombie oder was auch immer dann da reinläuft. Jetzt haben wir keine Flasche mehr, ne? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, 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 nein. La 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 la. Ah, die kommt aber gar nicht hier lang, ne, wenn ich das richtig gesehen habe, ne, oder? Und die Tür steht genau zum Flur hin. Ist natürlich mies. Ja, Gegner anlocken, ich weiß. Dreh dich um. Dreh dich um. Sehr schön. So, vielleicht liegt ja hier irgendwo die Keycard. Guckt in unsere Richtung, ne? Ja. Bist aber nicht an einem gewöhnlichen Zockerplatz, oder? Nee, ich bin gerade auf meinem gemütlichen Wohnzimmersofa. Mein Rechner steht da hinten, da wo ich eigentlich sonst immer sitze. Also, aber nichts irgendwie anders oder so, sondern alles im gleichen Raum. Können wir die Tür zumachen? Geht das? Nein, geht natürlich nicht, ist klar. Und da ist ein Telefon. Das Telefon können wir wahrscheinlich benutzen, um die alte Kackbratze nochmal anzurufen. Omi? Hallo, machst du mir den nächsten Kuchen? So, jetzt warte ich mal darauf, dass sie nochmal ihren Gang in, weitergeht. Hallo Cindy, willkommen zur Let's Play Live. So schön, dass du eingeschaltet hast. Huhu, Prost zusammen. So. Die war aber jetzt relativ schnell wieder hier oben, ne? Okay, hier schien aber irgendwie nicht zu sein in dem Flur. In dem Büro. Und hier kommen wir irgendwie nicht weiter, ne? Ne. Okay. Da ist noch irgendwie ein Schacht. Hey! Komm her! Nein, 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 nein! Lauf, 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 lauf! Geh da rein, 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 geh da rein. Hoffentlich geht die jetzt da rein, die Truller. Ist jetzt da reingegangen? Kann man ihr die Tür zumachen? Geht das irgendwie? Ist sie... Ja, Telefonstreich. Jawohl. Die ist also schon mal eingesperrt. Das ist schon mal super. Das heißt, wir haben jetzt nur noch... Okay, die klopft schon an der Tür. Der eine Typ war da hinten, ne? Der sieht uns aber hier nicht. Ja, ja, du kommst da nicht raus. Ich hab dich eingesperrt. Na toll, super. Und jetzt... Anscheinend kommen wir hier irgendwie weiter. Okay.
Erstmal gucken. Ah, da liegt wahrscheinlich die Keycard, ne? Kann das sein? Telefonstreichen sind so mies. Oh, okay. Aber Save Point, das ist schon mal super. Büroschlüsselkarte. Diese Schlüsselkarte gehört einem Mitarbeiter von Mobius. Das Blut scheint vom ehemaligen Besitzer zu stammen. Ja, super. Das, klingt beruhigend. Nein! Was? Die meinen doch sicherlich Marmeladensoße, oder? Ja, ich glaube auch. Okay, ich habe ein bisschen das Gefühl, es hört sich an wie ein Frau-Mann-Zwitter. Zwitter? Zwitterbiene. Oh, guck mal, Zuckerarsch. Mm, oh, mm, oh. Was wollte ich sagen? Ein bisschen so eine Mischung aus die Trulla von The Evil Within mit den vielen Armen, vielen Beinen und so eine Mischung aus Bioshock, ne? Mit dem Helm da oben drauf? Ja, 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 ja. Was ist los mit dir? Hallo? Na du? Na du? Kuckuck. Ajo. Kommst eh nicht raus. Ich hab jetzt schon Angst vor dem Vieh. Muss ich ganz ehrlich sagen. Sexy, was auch immer es war. Ja, ja, die Beine vielleicht. Aber der Rest nicht. Puh, Rätsel 1 gelöst. Aber was ist denn mit dem... Was ist denn mit dem... Ich mache mir ein bisschen Sorgen mit dem, Tresorkopf. Mit dem Code. Oder kommen wir da nochmal hin? Hier war doch... Hier... Automatisch schließende Türen. Ich habe hier nicht irgendwie nicht eine... Ja, wir sind jetzt quasi hier da oben an dem Punkt, wo Rezeption ist, wie ich mir das schon dachte. Es gibt zwei Office. Ne, vier sogar. Und hier unten war das mit dem Tresorkopf, wo der Code einzugeben ist. Die Frage ist doch wirklich, wo kriegen wir den Code her? Haben wir was übersehen? Gab es hier irgendwo was, wo man einen Code finden konnte? Ich schau noch mal eben. Moment. Bäh. Weil das macht mich jetzt ein bisschen... Der läuft ja da noch rum, ne? Und wo sind... Hä? Standen hier nicht gerade noch Sachen? Hä? Standen nicht hier gerade noch irgendwie so Gegenstände? Ach, das war der... Ach, das war der Typ, der im Gang lief, der gestorben ist, ne? Oder? Das scheiß Vieh ist da hinten. Wie haben wir... Haben wir sie denn jetzt schon irgendwie benannt? Haben wir denn jetzt schon ein paar Narben für sie? Es wie sie? Der Flexi hat etwas Angst. Ja, ich habe etwas Angst da hinten. Ja, das Vieh ist da hinten. Man sieht irgendwie so den Lichtkegel. Ich würde da gerne zurückgehen, aber wenn da diese... Dieses... Wie nennen wir sie denn jetzt? Post zusammen. Bestimmt blutbeschmierte Zahlen drücken. Ja, super. Das hätte ich mal vorher wissen müssen. Aber danke für den Tipp, Lexchen. Und ich glaube, das Vieh ist da hinten. Na, ich will da nicht lang. Ciao. Wie nennen wir es denn? Den Twitter. I. Wie nennen wir ihn es denn? Kontrollpunkt erreicht. Sehr schön. Was haben wir denn hier? K.
Können wir irgendwas machen? Nö. Nennen wir ihn Inge das Ding. Nennen wir sie einfach Inge. Die nette Inge. Alle pinkeln in die Rinne, nur nicht Inge, die sitzt drinne. Ich höre es. Ich höre es. Was? Wo? Hm. Leslie. Ich bin nicht Leslie, also Hopp, Inge. Sonst pinkel ich in die Rinne. Ach, guck mal, die Rezeption. Sie wünschen? Das ist bestimmt das neue Windows 10. Mich würde mal interessieren, ob man hier auch den Charakter aufbessert, so wie im Hauptspiel. Hallo? Ist hier niemand? Die nette Inge von drinnen. Die nette Inge von nebenan. Agentenstatus entlassen. Ja, Mann, Inge passt. Was? Hä? Entlassen? Vielleicht kann ich es mit dem Computer öffnen. Ja, schauen wir mal. Inge passt. Ja, nennen wir sie Inge. S. Nennen wir S Inge. Analysiere Daten. Ganz dick ins Türengeschäft werde ich demnächst invest. Hä? Inge? Die nette Inge, die hat mich verschluckt. Ich war so köstlich. Inge hat einfach mal mich aufgegessen. So ein Mist aber auch. Was ist das denn für ein Schwachsinn? Warum hat die mich denn da jetzt gesehen, die nette Inge? Inge, bist du es? Ciao. Leslie. Vielleicht sollte ich mal den Computer benutzen. Agentenstatus entlassen. Autorisierung ungültig. Ja, ja, ja. Entlassen? Vielleicht kann ich es mit dem Computer öffnen. Aber wo soll ich denn hin? Inge hat leichte Verdauungsprobleme. Ja, glaube ich auch. Hallo, versteck dich doch. Oh, Inge! Oh, bist du mal hübsch! Oh, guck mal! Die hat Strapse an! Mmh. Inge! Inge! Leslie! Oh, Inge! Boah, bah, geh weg! Boah, du Knitterfalte! Guck dich mal an! Guck mal, dein Schritt! Hast mal wieder deine Tage, wa? Inge? Boah! Du hast dich bewegt. Ah, okay. Hä? Guck mal, Inge kann zaubern. Das Ding hat sein Licht benutzt. Ach nee. Ach nee. Das hätte ich jetzt ohne deine Information nicht. Kann ich das auch? LOL. What the fuck war das? Ich hab... Sind wir hier bei Jigsaw oder was? Was ist denn das? Ach, das kennen wir ja, ne? Hä? Oh, what? Mindfucking. Oh, was mindfucking jetzt gerade? Ich hab. Ich hab so viele Gedanken von Evil Within gerade drin. Das erinnert mich voll an Jigsaw gerade und auch an. Was? Wenn das System aktiviert wird, hören Sie ein schrilles Pfeifen. Aha. Dann können wir Ihnen
Was passiert dann mit mir? Ich kann nur sagen, es wird verstören. Aber Leslie wird mit Ihnen da drin sein. Sie müssen ihn finden. Ich muss ihn da drin das finden. War bevor ich... Leslie? Ist er wirklich hier? Leslie, bist du hier? Okay, finde ich doch lustig, das DLC. Wie teuer? Weiß ich gar nicht, was es einzeln kostet. Ich habe keinen Plan, was es einzeln kostet. Ich weiß nur, dass der Season Pass so um die... Ist er... Hallo? Ich weiß nur, dass der Season Pass halt 24, glaube ich, kostet, ne, oder? Wenn ich jetzt nichts Falsches sage... Ich habe mir auf jeden Fall den Season Pass geholt. Ich finde sehr geil, dass The Evil Within einen anderen Weg einschlägt, was wir bis jetzt so gesehen haben, wie das Hauptspiel. Bis jetzt finde ich es gruseliger, interessanter und ja, spektakulärer wie das Hauptspiel. Bis jetzt. Man wird sehen, was uns da noch erwartet. Naja, ich sag ja, Türengeschäft. Ganz dick werde ich investieren demnächst. Okay. Ich höre Leslie, oder? Leslie ist hier. Da ist Leslie. Ich muss zu ihm. Muss ihn als Erster erwischen. Leslie! 20er kostet er, okay. 20er kostet, also 19,99 € kostet der Season Pass. 20 Euro. Da, von da sind wir gekommen. Da kommen wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr rein, ne? Genau. Jetzt kommen wir in die Tür rein, die vorhin zu war. Hey, cool, ich freue mich. Ja, überhaupt nicht. Prost zusammen, im Übrigen. Stößchen. So. Schnell auf die Uhr geluchzt. Gelurcht. Ist das ein... Ja, die Mimi ist wieder da. Die Miezekatze. Hey, Gizmo, guck mal. Guck mal, Artgenosse von dir. Ah, oh, die Mimi. Komm her. Oh, miau. Jawohl, natürlich speichern wir. Selbstverständlich. Also ich finde es sehr, sehr... Also ich glaube nicht, dass man hier seinen Charakter verbessern kann, weil sonst hätten wir das wahrscheinlich schon bekommen. Erklärt bekommen. Ach, wie süß. Ja. Wer ist denn das? Da hinter mir? Weißt du, einfach mal... Im Hintergrund läuft ein Zombie. Ach, du bist ja aber eine Gansweine. Ja, du bist ja eine Gansweine. Wer ist denn das? Ist das Leslie? Miau. Hä? Hä? Alter, das ist ja noch mehr Mindfucking wie das Hauptspiel. No smoking. Ja. Wer soll hier schon rauchen? Zum Rauchen kommt's ja gar nicht mehr, wenn Inge kommt. Was? Hä? Also werden wir doch beobachtet. Nein. Inge kommt durch Schächte und durch Türen und kann sich Türen einfach hinzaubern. Aber, was? Ja, Mieze, ich komme später wieder. Ich kümmere mich später um dich. Katzenklo musst du selber mal gucken. Habe ich gerade keins parat. Hä? Oi. Was? Fick dich, du Kackspiel! Alter! Jetzt kommen sie mit solchen Dingern hier an, oder was? Mit so... Jumpscares, oder wie? Hört auf damit! Warum geht das Licht hier aus? Was ist denn das? Was ist denn? Gegenstand erhalten! Du hast ein neues Musikstück freigeschaltet. Du kannst es dir im Soundtrack-Player über das Startmenü von Assignment anhören. Ja, toll. Wer will denn sowas jetzt gerade? Ich nicht. Ach, erstmal eine Kippe. So. Weiter geht's. Wir schauen mal, wo wir jetzt hinkommen. Klick, 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 klick.
Bloß gut, dass du streamst. Bist ja nicht alleine. Ja, ich bin froh, dass ich kein Let's Play gemacht habe. Bin ich ganz ehrlich. Oh mein Gott, das hört sich nicht gut an. Das hört sich gar nicht gut an. Kriegen wir denn auch irgendwann mal eine Waffe? Das ist aber auch so auf Schleich... Ja, natürlich. Versteck dich hinter einer Glasscheibe. Ist ja auch so intelligent. Hohle Nuss, du. Doofes Nüsschen. Fräulein Zuckerarsch. So. Aber dass das Spiel jetzt so auf Schleichen aus ist, oder zumindest das DLC, hätte ich jetzt mal gar nicht erwartet. Ich meine, das Hauptspiel war zwar auch so ein bisschen auf Schleichen alles, aber das ist jetzt hier so extrem mit Deckungssystem und sowas alles, ist schon... schon faszinierend. Da ist schon wieder so ein Koffer, so ein Kastenkopf. Hier, Mikrowelle. Erstmal Frühstück machen. Wo bin ich denn? Hä? Ja, das kennen wir ja, das Bild. Das kennen wir ja schon aus dem Hauptspiel. Oh, Exit. Ja, super. Weißt du, ist nicht mal möglich, einfach mal so einen Tisch da wegzuräumen und dann die Glasscheibe einzutrümmern? Nein. Mm-mm. Woher soll ich denn bitte den Code herausfinden? Der muss ja dann wahrscheinlich irgendwo rumliegen, ne? Hier vielleicht irgendwo bei... Nö, warum auch? So, dann gucken wir noch mal. Hier vielleicht irgendwas? Nee. Okay. Was? Nicht Mikrowelle? Das ins eine Bing? Hä? Was? Das ins eine Bing? Bing! Hat mich an Hotshots erinnert, ja. Bing. Warte mal. Warte mal. Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Die kann doch nur den einen Satz, ne? Mehr kann sie nicht rufen. Anstatt nach Ruf. Komm her, du alten Drecksau! Entschuldigung. Komm her, du Knitterfalte! Tot oder nicht tot? Was meint ihr? Boah, lecker. Da hatte einer Durchfall. Boah, der gute Brain Energy. Wer kennt den nicht aus dem Hauptspiel?